Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch drei Gründe vor, warum ihr euch die Samsung T7 Festplatte kaufen solltet. Also viel Spaß mit dem Video. Der erste Grund ist die Verarbeitungsqualität. Wir haben eine relativ kleine SSD, das ist meine Hand im Vergleich, und das Gehäuse ist komplett aus Aluminium gefertigt. Es gibt davon auch eine Rugged-Version, das bedeutet eine etwas stabilere für toughere Szenarios, aber im Alltagsgebrauch hält die hier auch alles aus. Fühlt sich sehr gut an und damit arbeite ich gerne. Und es gibt mir auf jeden Fall die Sicherheit, dass es keine billige Festplatte ist. Sowas mag ich gar nicht und da muss ich wirklich sagen, Props an Samsung. Also Verarbeitungsqualität ist der Punkt Nummer 1. Der zweite Punkt, Thunderbolt Port bzw. die schnellen Datengeschwindigkeit. Das ist auf jeden Fall genug Geschwindigkeit, um alle Daten, auch sei es mal eine 50 GB Datei, Videos schnell zu übertragen. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, weil gerade wenn man einen Thunderbolt-Port am iPad Pro hat oder am MacBook oder an anderen PCs, mit den schnellsten Geschwindigkeiten die Daten übertragen. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. USB-C sollte ein absoluter Standard sein. Ist es hier auch mit einer kleinen Lampe, dass man merkt, dass es überträgt, dass es angeschlossen ist. USB-C, sehr, sehr wichtiger Faktor. Aber das sollte auch Standard in meinen Augen sein. Macht die T7 sehr, sehr gut. Dieses Kabel hier kriegt man mitgeliefert. Das ist USB-C auf USB-C. Damit kriegt man auch die schnellsten Geschwindigkeiten meines Wissens nach. Man kann natürlich auch ein Thunderbolt-Kabel von Apple nehmen. Zudem hat man hier noch dieses USB-A-Kabel auf USB-C, damit man auch an seine anderen Geräte und PCs das Ganze anschließen kann. Das scheint auch ein relativ schnelles Kabel zu sein, also das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Verarbeitungsqualität sehr, sehr stabil für dieses Kabel. Samsung hatte auf jeden Fall nichts Billiges beigelegt. Props gehen raus auf jeden Fall. So, und der dritte Punkt ist die Speichermöglichkeiten. Ich weiß, das ist eigentlich bei jeder SSD so, dass man genug Speicher haben sollte. Bei dieser Version der Samsung T7 habe ich jetzt die 1TB Version und es gibt die auch als 500 GB Version oder als 2TB Version. Was mir sehr gut gefällt, weil das sind ja so die konventionellen Speichermöglichkeiten. Samsung bietet auch Festplatten mit, keine Ahnung, 8 oder 4 Terabyte Speicher, glaube ich, das höchste. 8 oder 4 Terabyte, keine Ahnung. Aber das ist für den konventionellen Gebrauch auf jeden Fall gut. Und in Verbindung mit dem Preis ist das auf jeden Fall sehr gut. Wenn man die für 100 Euro kriegt, manchmal auch für 80 oder weniger, ist das auf jeden Fall ein guter Preis für so eine 1 Terabyte SSD mit den schnellen Datengeschwindigkeiten. Samsung T7 spricht für Qualität, ist eine sehr, sehr gute Festplatte, habe ich nur gute Erfahrungen mit. Ich weiß, der Apple-Sticker triggert einige vielleicht, aber das ist halt auf meinem Kanal so. Samsung T7, absolut empfehlenswert, 5 von 5 Sternen, mein Daily Driver in Verbindung mit YouTube. Ja, die teuren Speicheraufpreise von Apple nicht bezahlen möchte, kommt die Samsung T7 ins Spiel und rettet einem wirklich den Tag. Also das war's mit meinen Top 3 Kaufgründen für die Samsung T7. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Ich würde mich über Feedback in den Kommentaren freuen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.